Die Jimmy Johns Workers Union. Die primäre Basis, also Arbeiterinnen, Bündnispartnerinnen, Wählerinnen und so weiter. Die Jimmy Johns Workers Union basiert auf den Arbeiterinnen, die sowohl im Bereich der Filialen als auch der Lieferungen arbeiten. Ausgeschlossen sind die Führungskräfte, da sie über die Macht verfügen, Arbeiterinnen einzustellen und zu entlassen, was der IWW-Satzung widerspricht. Dazu kommt, dass der Fokus beim Organizing der IWW auf dem Aufbau von Gegenmacht von unten liegt. Der überwiegende Teil der JJWU waren Lieferfahrerinnen und ein geringer Teil Arbeiterinnen in den Filialen. Über die Gründe für die Organisierung berichtet ein Mitglied. We decided on Jimmy Johns as an organizing target because we thought the working conditions were kind of bottom of the barrel for food service. It's like minimum wage work and it's been for delivery type jobs. It's like the lowest wages you could get in town for any delivery type job too. And we also had a bunch of, pre-existing contacts at the Jimmy John's stores. So that's why we chose it as a target. Sekundäre Basis, also Bündnispartnerinnen, einflussreiche Personen, Gegnerinnen. Die sekundäre Basis waren die Unterstützerinnen der Community und die allgemeine Öffentlichkeit. Zusätzlich wurden noch die Arbeiterinnen landesweit im Fastfood-Bereich benannt. Der Gegner war das Management von Jimmy John's. Die Probleme, also die drei größten Probleme. Innerhalb der JJWU wurden als die drei größten Probleme benannt: erstens die geringe Bezahlung. Arbeiterinnen bei Jimmy John's verdienen den Mindestlohn. Zu Beginn der Kampagne lag der bei $6.25 im Bundesstaat Minnesota, 2016 bei $7.75. Auch nach langjähriger Tätigkeit im Betrieb ist die Chance einer Gehaltserhöhung klein. Die Kolleginnen, die Sandwiches ausliefern, beschrieben, dass sie zwischen 10 bis 20 US-Dollar an Trinkgeld erhalten, während die Arbeiterinnen im Laden durchschnittlich weniger Trinkgeld bekommen. Zweites Problem: die fehlenden Sicherheiten. Diese Unsicherheiten beziehen sich auf die Anzahl der Arbeitsstunden, die absolviert werden, was sich auf die Höhe des Lohnes auswirkt. Darunter fällt ebenso, dass es keine Krankenversicherungen für alle Arbeiterinnen gibt. Dazu kommt, dass die Lieferfahrerinnen ihre privaten Fahrräder benutzen und Jimmy John's wird mit einer hohen Geschwindigkeit, mit denen die Sandwiches ankommen sollen. Das verleitet die Fahrerinnen dazu, sehr gefährlich zu fahren. Dass es im Winter in der Region Minneapolis eine durchschnittliche Temperatur von minus 3 bis minus 10 Grad Celsius herrscht, beschrieben die Kolleginnen ebenfalls als ein großes Problem. Selbst bei Unfällen kommt es auf die Willkür des Vorgesetzten an, ob wenigstens die Reparatur der Fahrräder bezahlt wird. Das bedeutet, dass sie während der Arbeit auf dem Fahrrad nicht einmal versichert sind. Occasionally you get a nice manager who will like pay to like, will give you like tubes or something, you get a flat, pay to like get your bike fixed. Die Interviewpartnerinnen berichteten ebenfalls davon, dass die Kampagne jedes Jahr im Winter tendenziell kleiner wird, im Sinne einer geringeren Teilnahme an den Komiteetreffen und auch der Frequenz der Aktionen. So beginnt im Frühling in gewisser Weise der Prozess der Organisation erneut. Die geringe Bezahlung und unsicheren Arbeitsverhältnisse führen auch dazu, dass viele Arbeiterinnen zwei oder drei Jobs haben. Von den Arbeiterinnen haben nach Aussagen der Kolleginnen mehr Leute, die in den Läden arbeiten, mehrere Jobs, während die Lieferfahrerinnen, auch weil sie deutlich mehr Geld verdienen, lediglich einen Job haben. Drittes großes Problem: der Mangel an Respekt. Dieses Problem benennen ebenfalls die Kolleginnen bei Starbucks als auch bei Burgerville. Es handelt sich um einen oft genannten Punkt in gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren. Die Form der respektlosen Behandlung kann unterschiedlich ausfallen. Im Fall der JJWU bezieht sie sich sowohl auf das Arbeitstempo als auch den Umgangston zwischen Vorgesetzten und Arbeiterinnen. Eines der Beispiele beschreibt ein Kollege in einem Interview. Sure, there was a harassment issue in one of the stores where we had a union member who was trying to organize there and he was pretty wild. He was like a controversial figure in the store. But he was putting a lot into it, and he had some friends there, and he was working with one of his friends on a shift, and like got into it about the way they cut a sandwich, and the manager like punched him on the shoulder or something, and he got real offended, and he like they called a work stoppage anyway, and like stopped working, and like called a we started calling people up to go down to the store,
And like the one dude was like, went outside, Andy, I remember, went outside and was like standing outside with his apron on, his arms crossed at the front door. Like, it would turn into this big ordeal. And Brady got fired, and they fired the manager, who they later rehired, I think. But that kind of like, I don't know, that was a big action for us at the time, and like gave us a lot of energy that we hadn't had. Kind of like brought life back into the campaign at the time. Die Top 3 Vorteile durch die Mitgliedschaft. Die Kollegen benannten ein soziales Netzwerk, das ist Punkt 1, das sich gegenseitig finanziell, sozial, emotional und in Kämpfen unterstützt. Ebenfalls wurde die kollektive Unterstützung bei Problemen erwähnt, das ist Nummer 2, die sich hier unter anderem auf die Unterstützung bei Fällen von Belästigung durch Chefinnen bezieht. Im Zuge der Organisierung und mehreren Aktionen wie dem Marsch zum Boss verstummten Chefinnen zum Teil merklich. Solche Aktionen führten zu mehr Respekt gegenüber den Arbeiterinnen. In der Aufzählung wurde als letztes, also Nummer 3, die Übernahme von Schichten benannt, die vor allem deshalb eine so hohe Gewichtigkeit einnimmt, da viele Arbeiterinnen 2 oder 3 Jobs zum Überleben eingehen müssen und deren Koordination sich schwierig gestaltet. Durch die Unterstützung der Kolleginnen war diese Überforderung eher zu bewältigen. Alleinstellungsmerkmal. Eine einfache, klare Botschaft, die erklärt, warum wir anders sind und es sich lohnt mitzumachen. Das Hauptmotto der JJWU ist eine Abwandlung des konzerneigenen Spruches "Sub so fast you'll freak", der sich auf die schnelle Lieferung der Sandwiches bezieht. Entgegengesetzt wirbt die JJWU mit dem Spruch "Wages so low you'll freak". Ebenfalls populär war der Slogan "We got your back". In der Übersetzung bedeuten beide Sprüche in etwa "Löhne so niedrig, dass du ausflippst" und "Wir stehen hinter dir". Diese Slogans fanden sich auf Merchandising, Publikationen und so weiter. Strategien. Wo finden Kämpfe statt? Wie gewinnen wir? Als Strategien benannten die Kolleginnen die Wahl zur offiziellen Anerkennung der Gewerkschaft durch eine Wahl, die bei der Nationalen Behörde für Arbeitsbeziehungen beantragt werden muss. Sie wurde jedoch 2011 knapp verloren. Diese Strategie wurde danach nicht mehr weiter verfolgt. Als die am meisten verwendete Strategie wurden direkte Aktionen zur Veränderung verschiedenster Probleme beschrieben, wie zum Beispiel beim Marsch zum Boss, bei dem Arbeiterinnen ihre Forderungen unangekündigt mittels Petition unter Androhung weitere Aktionen an den oder die Chefin übergaben. We did small actions in stores geared around single issue grievances usually. So we did a big march on the boss and phone zap over firing. We did like a scheduling action over hours in one store. We did something around a bike cart. It was a store that didn't have a bike cart. Stuff like that. I don't know, small petitions in one store about harassment, stuff like we did one of those. In diesem Zusammenhang verwiesen sie auch auf Aktionen, in denen Kundinnen im Laden ihre Unterstützung anboten und Druck auf den Arbeitgeber ausübten. Gleichzeitig teilten die Kolleginnen jedoch die Einschätzung, dass kaum etwas Machtvolleres existierte als 3 oder mehr Kolleginnen, die direkt unangekündigt in das Büro des Chefs marschieren und Forderungen stellen. Diese Form der direkten Aktion gehört zu den häufigsten genutzten Aktionsformen der IWW in den letzten Jahren. Sie wurde ebenfalls von der Starbucks Workers Union und der Burgerville Workers Union genutzt. Ebenfalls wurde ein starkes Netzwerk unter Menschen in Kombination mit öffentlichem Druck als Strategie benannt. Da die Fluktuation unter den Arbeiterinnen sehr hoch war, was den Aufbau von stabilen Beziehungen sehr erschwert, ist dies äußerst bemerkenswert. Wie die Interviewpartnerinnen berichteten, waren die Organizerinnen der IWW selbst die am längsten in einer Filiale arbeitenden Kolleginnen. I mean, I think the fact that we were able to have a relatively stable organization of people at many stores with an incredibly high turnover workplace with quite strong relationships with lots of our coworkers. Like we knew personally between the organizing committee, at least at high points, like we, you know, we had solid relationships with a large percentage of our coworkers in a very high turnover workplace. I think that was a real, that was, I think that's impressive. Der Ort der Auseinandersetzung waren maßgeblich die Betriebe selbst, da dort die Macht der Arbeiterinnen über den Produktionsprozess am höchsten eingeschätzt wurde. Konkurrenzvorteil kann nicht einfach von einem feindlichen Akteur oder Gegner bekämpft werden. Als Konkurrenzvorteil, der nicht bekämpft werden kann oder kopiert werden, gilt den Kolleginnen, dass sie widerstandsfähige und militante Organizerinnen und Aktivitäten hatten.
Gemeint sind damit Aktivistinnen, die sich auf verschiedene Strategien und Aktionsformen einlassen können und den Aktionen des Managements mit ausreichendem Willen entgegentreten. Die Kolleginnen waren sich in weiten Teilen sehr sicher, dass sie die Kampagne gewinnen und alle Forderungen gegen den Willen der Chefinnen durchsetzen würden. Stattdessen traten Erfolge jedoch nicht eindeutig wie geplant ein. Zum einen, weil oft Teilerfolge errungen wurden, zum zweiten, weil aus den Handlungen der Arbeitgeberinnen niemals eindeutig ersichtlich ist, ob sie die Veränderung aufgrund des Drucks der Arbeiterinnen einführten. Mit diesem Zugeständnis würden sie andernfalls die eigene Niederlage zugeben. Folglich ist es auch schwer einzuschätzen, ob man wirklich gewonnen hat. Vielmehr bedarf es einer Interpretationsleistung der Arbeiterinnen der Praxis des Unternehmens. I mean, everybody goes into it thinking like, we're gonna fucking win. And we're gonna like win all these things and we're gonna make the boss's life hell and they're gonna have to give us all these things we want. And almost never happens. Like, sometimes you win some things, but you usually never win what you're shooting for. And so people get disillusioned and they think, oh, I'm a failure or this thing doesn't work. And then they quit. Like, that happens all the time. Like, I know somebody in the union right now who's like, I suck at organizing. I'm a total failure. I'm like, no, actually, this has been one of the more successful campaigns we've ever had. Like, you're actually a really good organizer. Like, don't be so hard on yourself. Eine der Begleiterscheinungen ist auch, dass die Involvierten in der Jimmy John's Workers Union auch selbst nicht einschätzen konnten, ob sie erfolgreich waren. Folge ist, wie im oben genannten Zitat deutlich wird, dass Kolleginnen resigniert aus der Kampagne ausstiegen. Ein weiterer Vorteil der Jimmy John's Workers Union war, dass sie im Laufe der Jahre die Unterstützung durch mehrere SOLs hatten, also Organizerinnen, die sich dort gezielt anstellen lassen, um die Kampagne zu unterstützen. Selbst die hier interviewten Kolleginnen gaben alle an, dass sie sich wegen der Kampagne bei Jimmy John's anstellen ließen. Im Laufe der Jahre ging das Unternehmen davon aus, dass vor allem weiße Arbeiterinnen tendenziell SALTs sein könnten und unterzogen sie einem ausführlicheren Auswahlprozedere. No, this was before the firings, when they were expecting all of us to SALT, like, they were expecting people to SALT in, so when they would have, if you were white and you got, and you applied, you had to go through like 3 interviews. You had to interview general manager, area manager, and then you had to interview Bob. Yeah. Die Einschätzung der Kolleginnen ist, dass Jimmy John's die demografische Zusammensetzung der Bike-Messenger-Szene in Minneapolis deutlich war und sich die IWW-Organizerin im Kern aus dieser demografischen Gruppe zusammensetzte. Das Unternehmen wusste somit über die sozialen Beziehungen gut Bescheid. Als dritten Konkurrenzvorteil nannten die Kolleginnen ihre sozialen Netzwerke in Minneapolis, vor allem innerhalb der Bike-Messenger-Szene, die Unterstützung in Form von Aktionen boten, aber auch als Pool von potenziellen SALTs im Hintergrund existierten. Die Kosten. An Finanzierung hatte die Jimmy John's Workers Union die Ortsgruppe der IWW, Mitgliedsbeiträge der Jimmy John's Workers Union sowie eigene Fundraising-Veranstaltungen, die insgesamt zwischen 10.000 und 15.000 US-Dollar einbrachten. Wie auch in der Starbucks Workers Union war die Jimmy John's Workers Union auch ein Modell mit geringen Ressourcen, dessen finanzielle Mittel schwerlich hätten aufgebraucht werden können. Die Schlüsselkennzahlen. Die Schlüsselkennzahlen stehen im Worker Association Canvas gewissermaßen für die Erfolgskriterien. Für die JJWU war die Anzahl von Arbeiterinnen, die an Aktionen teilnehmen, ein Kriterium. Weiterhin galt ihnen die Anzahl an Komiteemitgliedern, die Anzahl der verbesserten Arbeitsbedingungen, die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder und Intensität der Aktionen als Erfolgskriterien. Die Annahme mit diesen Kriterien war, dass die Macht unter den Arbeiterinnen mit der Höhe dieser Faktoren steigt. Zum einen, weil damit die Unterstützung für Aktionen auch Spaltungsversuche des Unternehmens abgewendet werden können, als auch, dass sich mehr Arbeiterinnen ihrer Macht bewusst werden und ihre Interessen einfordern, was ein Ziel des Aufbaus von Klassenbewusstsein ist. Die Grundidee dabei ist, dass es so lange Probleme am Arbeitsplatz gibt, wie Arbeiterinnen ihre wahre Arbeitskraft verkaufen müssen. In einem revolutionären Prozess würden, wenn genug Arbeiterinnen sich organisierten, die Produktionsmittel in Arbeiterinnenhand überführt, wozu sich die Kolleginnen nicht nur ihrer Macht bewusst sein müssen, sondern diese dann auch anwenden. Die Kanäle, mit denen Leute erreicht wurden. Die Kanäle der Jimmy John's Workers Union waren vor allem die Einzelgespräche unter Kolleginnen, Treffen, SMS, Facebook, Flugblätter und Plakate. Ebenfalls soziale Veranstaltungen wie Partys etc.
Diese Kanäle wurden wegen ihrer Praktikabilität gewählt, da sie für die Kolleginnen leicht zugänglich waren und ihren Alltagsgewohnheiten entsprachen. Die Kernkompetenzen. Hier wurden vor allem Aktionen am Arbeitsplatz genannt, Nummer 1, was sich vor allem auf direkte Aktionen bezog, die das Machtverhältnis zugunsten der Arbeiterin verschieben sollte. Diese direkten Aktionen wurden unter der Kontrolle der Arbeiterin selbst durchgeführt. Deshalb werden sie auch als machtvollste Handlung angesehen, da in den Produktionsablauf selbst eingegriffen wird. Die Kolleginnen benannten ebenfalls die interne demokratische Entscheidungsfindung, Nummer 2, die im Zusammenhang mit Gewerkschaften und dem Arbeitsalltag keinesfalls selbstverständlich ist. Die Kontrolle über den eigenen Organisierungsprozess ist ein erklärtes Ziel der EWW seit ihrer Gründung, da für eine neue Welt auch die entsprechenden Menschen Fähigkeiten benötigen und Entscheidungskompetenzen erlangen müssen, um eine neue Gesellschaftsform zu organisieren. Eines der Kernpunkte des solidarischen Unionismus der IWW ist es, solidarische Beziehungen aufzubauen, die die Macht der Klasse stärken. Das findet sich ja auch in der Jimmy Johns Workers Union wieder. Die vorherrschenden sozialen Beziehungen, das ist Nummer 3, in kapitalistischen Gesellschaften sind vor allem so organisiert, dass sie der allgemeinen Konkurrenz und der Kapitalverwertung dienen. In einer kommunistischen Gesellschaftlichkeit sind daher neue soziale Beziehungen essentiell für ein solidarisches Zusammenleben. Als vierte Kernkompetenz nannten die Interviewpartnerin die ausgeprägte Pressearbeit und Presseberichterstattung über die Aktionen, die ebenfalls wie die Starbucks Workers Union die Differenz zwischen Unternehmenspropaganda und Lebensrealität der Arbeiterinnen zugunsten der JJWU herausfordern konnte. Die Mitgliedschafts- und Multiplikatorinnenstruktur. Als Mitglied der Jimmy Johns Workers Union wurden die Teilnehmenden in der Kampagne gezählt, die mittels der Aufteilung von Arbeitsaufgaben geschah. So ergab sich der Umstand, dass es nur 12 IWW-Mitglieder gab, aber zeitweise bis zu 100 Leute Mitglied der Jimmy Johns Workers Union waren. Damit konnten Arbeiterinnen einfach dazukommen. Der Fokus lag damit weniger auf der formellen Mitgliedschaft, sondern im Willen und der Bereitschaft, etwas aktiv für die Veränderung am Arbeitsplatz zu tun. Entscheidungen wurden durch einen Mehrheitsentscheid in wöchentlichen Treffen gefällt. Dadurch konnten alle in diesen Treffen entscheiden und die Fähigkeit ausprägen, selbst demokratische Verfahren zu beobachten und selbst zu praktizieren. Die interne Demokratisierung, die sich zum Beispiel in der Möglichkeit zeigte, gewählte Personen bei Bedarf wieder abwählen zu können, war demnach von größter Wichtigkeit und führte zur Einführung des Verfahrens von Mehrheitsentscheidungen. Die interne Struktur ermöglichte daher die Wahl von Funktionsträgerinnen wie Sekretäre und Kassiererinnen. Die Mechanismen, also wie werden die Bedingungen verbessert und Verbesserungen gehalten? Das Konzept des Mechanismus war den Kolleginnen zu Beginn der Jimmy Johns Workers Union nicht bekannt. Funktion des Mechanismus ist es, durchgesetzte Verbesserungen langfristig aufrechtzuerhalten. Aktionen auf Betriebsebene waren dabei zentral. Vor allem durch die hohe Fluktuation der Belegschaft gehen durchgesetzte Standards der Arbeitsbedingungen verloren, so nicht immer wieder aktiv an ihrer Durchsetzung mitgewirkt wird. Die Interviewpartnerinnen berichteten, wie sie dieses Wissen um durchgesetzte Erfolge mittels Erfahrungsweitergabe immer wieder absicherten. Dazu kam der immer wieder aufkommende öffentliche Druck, beispielsweise durch Presseberichterstattung. Gerüchte waren ebenso ein Mechanismus. In einem Beispiel berichteten sie, wie unter den Arbeiterinnen offen darüber geredet wurde, am Silvesterabend nicht zur Arbeit zu erscheinen, da dies in der Gastronomie einer der wichtigsten Tage des Jahres ist. Bereits 2 Monate vor Silvester redeten sie darüber und bereits 1 Monat vor Silvester bekamen alle Arbeiterinnen in der Schicht nach Mitternacht 1 US-Dollar mehr pro Stunde ausgezahlt. Die Wahl zur Anerkennung durch das National Labor Relations Board, die im Jahr 2011 verloren wurde, beinhaltete ebenfalls den Versuch, einen Mechanismus herzustellen, damit offizielle Anerkennung der Gewerkschaft der Arbeitgeber es schwieriger hat, Verhandlungen abzulehnen. Die Verhandlungsbasis wäre in diesem Falle ein Tarifvertrag. Die neue Kategorie: Angriffstechniken und Spaltungstechniken des Managements. Wie bereits im Falle der Starbucks Workers Union erwähnt, wurde deutlich, dass eine Kategorie Evaluation der Angriffstechniken und Spaltungstechniken des Managements fehlte. Wie weiter oben erwähnt beim Thema Erfolge und Misserfolge, ist es schwierig zu entscheiden, ob bestimmte Praktiken bewusste Techniken sind oder unbewusst durch Gewöhnung zur praktischen Anwendung kommen. Im Falle der Jimmy Johns Workers Union gibt es einige Punkte, in denen die Kolleginnen unterschiedliche Einschätzungen hatten. Von einem Kollegen wurde berichtet, dass er vor allem eine Spaltung nach Ethnizität oder Herkunft und geschlechtlicher Aufteilung hinsichtlich weißer Männer zwischen Arbeiterinnen im Laden und Lieferfahrerinnen feststellte. Definitely in shop and drivers, there's definitely a divide there. For the most part, almost all the drivers are white.
Some are not, but more, like 99% of them are white. Also 99% of them are men. In shop, it's like half are white, half are black. Depending on the store, like my store it's majority black, but some stores it's mixed. And depending, I would say, the gender breakdown among in-shoppers could be as much as 50-50 split. My store has historically been majority female. So it's majority black female, majority white male on the other side. Ein anderer Kollege widerspricht dieser Einschätzung, der er meint, dies wäre betriebsweite Realität im Unternehmen. Es ist möglich, dass dieser Umstand von Filiale zu Filiale unterschiedlich ist. In diesem Zusammenhang merkte ebenfalls ein Kollege an, dass es darauf ankomme, wer an den Läden befördert würde. Dazu komme eine hohe Dichte an Vorgesetzten auf Arbeiterinnen. In diesem Zusammenhang scheint es eine Konzentration von schwarzen Arbeiterinnen in Filialen mit schwarzen Chefs zu geben und weiße Arbeiterinnen eher in Läden mit weißen Chefs. Eine weitere Technik war, dass Jimmy John's im Laufe der Kampagne davon ausging, dass weiße Arbeiterinnen eher Salt seien, da einige der wichtigsten IWW-Organizer der Jimmy John's Workers Union selbst als Lieferfahrerin angestellt waren und gute Kontakte in die lokale Fahrradszene hatten. Das Unternehmen schien davon auszugehen, dass dementsprechend weiße Arbeiterinnen eher der IWW zuzuordnen seien. Erfolge und Misserfolge der Jimmy John's Workers Union. Die Erfolge beziehen sich in diesem Zusammenhang sowohl auf die Ergebnisse, die dem Arbeitgeber abgerungen wurden, als auch auf die organisatorischen Arbeitsabläufe und Arbeitsteilung, die die Interviewpartner beschrieben. Die Interviewten berichteten, dass sie bei Treffen eine solide Agenda hatten, was sich sowohl auf den Inhalt von Komiteetreffen als auch eine gute Arbeitsorganisation bezog. Dabei ist es keinesfalls selbstverständlich, dass Treffen schnell und effektiv verlaufen, weil es auch möglich ist, sich in ziellose Diskussionen zu verheddern. Diese führen dazu, dass Entschlüsse nicht kollektiv getroffen werden, sondern nur noch von denjenigen, die am längsten auf den Treffen bleiben und damit ihre Interessen durchsetzen. And then we'd take a break and then we'd like come back and do all of our business. And we were pretty like good about keeping them short, the meetings short. But I think that especially the first half of it was like really good for bringing people into the meetings. Because it like people are always nervous and then they have to like talk right away and then we get to take a break and talk more just like informally. And then the like structured format of the meeting wasn't over or wasn't scary anymore and we were able to just like bust through a meeting after that. Weiter berichteten die Kollegen, dass sie im Zuge der Kampagne die willkürliche Kündigung minimieren konnten, da nun ein Punktesystem eingeführt wurde, bei dem Arbeiterinnen 6 Punkte für angebliche Verstöße gegen Arbeitsanweisungen bekommen können und dann gefeuert werden. Ohne Abmeldung zu erscheinen bedeutet 4 Punkte, sich krank melden zählt 1 Punkt und zu spät kommen 1,5 Punkte. Ebenfalls berichteten die Kolleginnen von der Lohnerhöhung von $1 pro Stunde in der Nachtschicht nach 24 Uhr im Zuge des Gerüchtes, dass sie an Silvester nicht zur Arbeit erscheinen würden, wie unter dem Punktmechanismus beschrieben. Durch den Start der Jimmy John's Kampagne hatte die Ortsgruppe der IWW einen starken Zulauf, die von ca. 15 Leuten auf heute ca. 70 Mitglieder stieg. Das führte zu mehr Kapazitäten in Bezug auf das Organizing und ermöglichte es, dass die Ortsgruppe zu einer der erfolgreichsten Ortsgruppen in Nordamerika wurde. Ein weiterer Erfolg ist, dass sie an einem Arbeitsplatz mit hoher Fluktuation es schaffen, eine stabile Organisation aufzubauen. Sie existiert heute über einen Zeitraum von 9 Jahren. Auf der anderen Seite gehörten die knapp mit 87-85 Stimmen verlorene Wahl zur Anerkennung als offizielle Gewerkschaft durch das National Labor Relations Board Wahl wohl zu den größten Niederlagen, die viel an Frustration bei den Arbeiterinnen hinterließ. Die Niederlage dieser NLRB-Wahl ist jedoch in den USA nicht ungewöhnlich, da selbst große Gewerkschaften regelmäßig diesen Prozess verlieren, da im Rahmen der Wahlkampagnen Arbeitgeberinnen viel mehr Ressourcen besitzen und regelmäßig Union-Busting-Firmen engagieren. Diese Strategie wird deshalb unter großen Teilen der IWW abgelehnt. Dazu kamen Schwierigkeiten wie die Jahreszeiten in Minneapolis, St. Paul, die durch die niedrigen Temperaturen dazu führten, dass im Winter immer ein Einbruch in Aktivitäten zu verzeichnen war. Grund ist die Abnahme von gemeinsamen sozialen Aktivitäten unter den Arbeiterinnen in ihrer Freizeit. Die Aufbauarbeiten mussten daher im Frühling wiederholt anlaufen, ehemals Aktive mussten wieder aktiviert werden. In Bundesstaaten wie Kalifornien mit einer höheren Durchschnittstemperatur wäre das vielleicht anders.
Im Zuge des Interviews berichteten die Kollegen auch davon, dass sie überrascht waren von der Kündigung sechs ihrer Hauptorganiserinnen im Zuge der Kampagne um bezahlte Krankheitstage im März 2011. Dort wurden Poster in der halben Stadt aufgehängt mit zwei identischen Bildern von Jimmy John's Sandwiches. Das eine zeigt ein Sandwich zubereitet von einem kranken Arbeiterin und das andere ist ein Sandwich einer zubereitet von einer gesunden Arbeiterin. Die Einschätzung eines Kollegen dazu ist, dass sie zu wenig Rückendeckung in der Belegschaft dafür hatten. Es war unter den Kolleginnen in dem Moment zu wenig Thema, um eine größere Masse an Arbeiterinnen hinter dieser Auseinandersetzung zusammenzubringen. Gleichzeitig wurde es später zu einer bundesweit gesetzlichen Regelung.